Heute erwartet man hohen Besuch bei Höfmann-Reisen in Vechta. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil hat sich angekündigt. Ich habe einfach ganz viel Freude daran, dass ich rauf und runter kreuz und quer durch Niedersachsen ziehen kann und die unterschiedlichsten Situationen, aber vor allen Dingen auch Menschen kennenlernen kann. Und Höfmann, dieser Reiseunternehmer aus Vechta, der ist ein besonders schönes Beispiel, dass sich diese Reisen lohnen. Jemand, der also auch eine Begeisterung ausstrahlt, die ist ungeheuer und der wirklich einen ganz ungewöhnlichen, aber geraden Weg gegangen ist. Ich komme hierher und dann begegnet mir erstmal, wie soll ich sagen, ein Johannes Paul II. Museum. Also zahlreiche Erinnerungen an die Beziehung zwischen Herrn Höfmann und Papst Johannes Paul II. Davon kann ich noch ein bisschen mehr. Es gibt viel zu berichten in den Räumlichkeiten von Höfmann-Reisen. Rundgang durchs Büro. Und ich soll Sie ganz herzlich grüßen von dem Pastor aus Damme, den Sie kennen vom Karneval im letzten Jahr. Und weiter geht's zur nächsten Überraschung. Gemeinsam in eine große Halle und da steht zu meiner Überraschung ein Chor mit wirklich sehr, sehr schönen Liedern. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Ja, das ist für uns keine Selbstverständlichkeit, denn es war noch nie ein Ministerpräsident hier. Wir hatten schon Minister, wir hatten schon Kardinäle und wir hatten Bischöfe. Was uns gefehlt hat, ist der Papst und der Ministerpräsident. Zusammen mit dem Stab des Ministerpräsidenten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Hause Höfmann ergibt sich ein Austausch in entspannter Atmosphäre. Der Besuch des Ministerpräsidenten wird musikalisch vom Höfmann Jugendchor begleitet. Und der Landesvater? Wenn ihr mögt, lade ich euch gerne selbstverständlich in einem Bus von Höfmann reisen, nehme ich an, nach Hannover ein und dann gucken wir uns mal zusammen den Landtag an, wenn ihr Lust habt. Und dann eben wirklich ihre hinreißende Schilderung, wie man eigentlich ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut. Es scheint ganz einfach zu sein. Man wundert sich, warum das so wenige in der Weise schaffen. Und dann wurde auch noch angegrillt. Also ich habe das erste Grillgut des Jahres für mich hier heute Mittag zu mir nehmen können. Fotos für die Presse, zur Erinnerung ein Kreuz für den Ministerpräsidenten und ein Rundgang übers Firmengelände. Das ist obligatorisch bei einem so hohen Besuch. Das alles eben mit einer Begeisterung, auch einem Familiensinn über die ganze Belegschaft hinaus. Das war eindrucksvoll.